und um jetzt zu zeigen, was noch fehlt, also da hätten wir als erstes einmal Granaten. Und die habe ich nicht gefunden, weil dieses Stückchen Wasser hier einfach nicht angebunden ist. Ich habe halt dort hinten geguckt, hier in der Mitte habe ich geguckt, aber hier an der Seite habe ich halt nicht geguckt. Toll. Und hier haben wir nochmal Granaten. Nicht, dass wir die bräuchten. Aber jetzt wisst ihr Bescheid. So, und hier sind wir jetzt beim zweiten. Ich habe da eigentlich schon direkt drauf geguckt in der Aufnahme, aber wie das halt immer so ist, ja, toll. Aber. Da, die Fackeln. Toll. Naja, passiert. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider First Adventures und ganz toll, ich kriege gerade vor meinem Fenster eine Alarmsirene, die ihr hoffentlich nicht hört. Ja, wir haben das letzte Mal, es ist ein Irrenhaus, abgeschlossen. Aber wenn wir uns hier so umgucken, sieht es viel mehr nach einem Irrenhaus aus. Zumindest, wenn Laras Geist auch noch ein bisschen verirrt ist. Ja, wir haben eigentlich jetzt, also wir waren eigentlich ursprünglich in einem kleinen, schönen französischen Küstenstädtchen und waren dort im Zoo unterwegs, denn wir haben Kisten in diesem Channel-Tunnel-Labor gefunden, wo das mit diesem Zoo irgendwie beschriftet war. Das hat Lara neugierig gemacht und deswegen sind wir hier gewesen, oder sind dort gewesen, besser gesagt. Und dann haben wir hier sowas irgendwie unter dem Zoo entdeckt, also dann so am Strand, da gab es dann auch, da gab es halt einerseits einen Eingang oder dann auch weiter hinten in der Stadt hinter dem Zoo einfach so ein Loch im Boden. Und dann waren wir in so einer Art Grotte mit ganz vielen so in diesen ja, von diesen Gruben mit Meteoritenzeugs drin und dann waren da ganz viele von diesen komischen Lüftungsschichten, die halt jetzt hier auch voller Meteoritenzeugs sind und dann schwebten da irgendwelche mutantenartigen Kreaturen direkt unter diesen Lüftungsschächten. Und dann haben wir den fünften Meteoritensplitter aus irgendeinem Grund in einen Leichnam, Fragezeichen, platziert. Also sehr makaber war dort quasi irgendwie ein Mensch. Also es sah halt noch nicht aus wie ein Mutant, irgendwie drapiert, so mit ausgestreckten Armen, wie am Kreuze hängend und dann mit einem riesigen Loch in der Brust, so ähnlich wie wir das schon mal in Indien gesehen hatten. Und Lara hat einfach so das fünfte Meteoritenartefakt dort hineingetan und wir fragen uns so ein bisschen, ja, warum? Aber ja, und jetzt sind wir irgendwie hier und die Leiche ist verschwunden und die Mutanten sind verschwunden und dafür haben wir jetzt hier diese Korridore und wir sehen hier, haben jetzt hier schon so eine Kugel gesehen, die hat uns sehr an den Meteoriten erinnert, den wir am Ende von Tomb Raider 3 gesehen haben und dort wartet noch eine ähnliche Kugel auf uns. Mitten auf einem Korridor voller Mutantenzeugs und oder Meteoritenzeugs. Und es ist alles sehr, sehr merkwürdig. Ja, ich habe jetzt hier auch beim Laden des Levels, das mache ich ja eigentlich sehr oft, dass ich euch ganz am Anfang den Ladebildschirm des Levels zeige. Das habe ich diesmal nicht gemacht, den habe ich einfach weggeschnitten. Ich habe einfach nochmal den gleichen Ladebildschirm gesehen,
wie von dem Level davor, aber das ist nicht richtig. Dieser Level hat eigentlich einen anderen Ladebildschirm. Und ja, ich werde den jetzt versuchen, immer mal konsistent rauszuschneiden, weil ich finde, er verrät schon ein bisschen was. Und stattdessen verrate ich euch einfach nur den Namen des Levels, den ihr schon anhand des Titels dieses Videos erkennt, nämlich Wiedervereinigung. Und ja, wir werden jetzt hier versuchen, unseren Weg durch diesen Level zu bahnen, der relativ kurz ist, aber nichtsdestotrotz sehr interessant. Ja, also wir haben das fünfte Meteoritenartefakt abgegeben, in Anführungsstrichen. Also es ist nicht mehr in unserem Inventar. Also können wir unser Inventar nochmal kurz durchgehen. Es ist der letzte Level. Ich weiß, ich habe es jetzt vor der letzten Aufnahme gemacht, weil ich es am Anfang des letzten Levels vergessen hatte, aber 10 Gewehrschuss, 67 Desert Eagle, sehr gut. 520 Uzi, sehr gut. 935 MP5. 13 Raketen, 26 Granaten, 30 Harpunenpfeile. Okay, die werden wir jetzt wahrscheinlich gar nicht mehr brauchen. 102 Fackeln, auch sehr gut in diesem Level. 21 große und 24 kleine Minipacks. Ich würde mal sagen, unsere Waffe der Wahl jetzt für den Moment ist diese. Warum? Weil wir es können. Ja. Ich bin allerdings ein bisschen am Überlegen, wie das jetzt hier war, in welche Richtung wir mussten. Wir wagen mal einen Blick hierher, denn mein Gefühl sagt mir, das hier ist eher der Weg zurück vom letzten Level. Ja, wir hören hier nämlich auch die gleiche Musik, die wir im letzten Level hatten. Und wir finden hier wieder Fackeln, das ist doch schön. Also hier scheint irgendwie wie so eine Art wirklich kleiner Untergrund oder so eine Art Kanalisation zu sein, nur ist sie halt voller Meteoritensplittergedöns. Ja, ich glaube, das ist hier quasi das, was wir das letzte Mal gesehen haben. Da haben wir von dort drüben hierher geguckt, da war dort unten die Rakete und da weiter hinten ging es dann zum Strand, wo wir diese komischen Mutantenviecher gesehen haben, die uns auch angegriffen haben. Sie sahen aus wie eine Mischung aus Hund und Mensch, waren aber von der Art her, wie sie sich bewegt haben und wie sie mit uns, also die Art, wie sie quasi Lara angegriffen haben, haben sie halt sehr an diese Echsen aus Tomb Raider 3, der Madebu-Schlucht, erinnert. Und sie haben uns auch vergiftet, ja. Ja, ich glaube, hier ist kein Weg, denn wir können da bestimmt auch nicht drauf treten. Und wir hören halt diese sehr gruselige Soundkulisse, so ähnlich wie in der Antarktis und auch so ähnlich wie schon im Tempel von Xi'an. Ja. Okay, versuchen wir uns mal, diese Raketen zu holen. Nachdem ich jetzt hier einen wahnsinnig langen eine wahnsinnig lange Einführung gegeben habe in diesen Level. Ja, auf dieser Brücke können wir offensichtlich langlaufen. Und wir sehen da hinten auch, dass sich etwas verändert hat. Gott, wo können wir denn jetzt hier noch? Wo können wir hier stehen? Okay, Granaten. Okay, jetzt können wir es besser sehen, wo wir stehen können. Ja, hier ist wieder Zoogeländer, aus irgendeinem Grund, aber wir sehen, der Nachthimmel hat sich verändert und auch, ja, also alles hat sich hier irgendwie verändert. Der Nachthimmel sieht jetzt so ein bisschen so aus wie so irgendwie ganz viele Galaxien, so rot-blau schimmernd mit Sternen. Aber wir sehen nicht mehr diesen großen grünen Vollmond, den wir im letzten Level gesehen haben. Stattdessen sehen wir etwas, was uns sehr stark eigentlich an den Meteoriten erinnert. Und wir sehen es nicht nur einmal am Himmel.
Ja. Das erinnert mich jetzt gerade im Moment sehr an den Film Don't Look Up. Vielleicht ist gerade dabei, hier die Welt unterzugehen. Wir wissen es nicht. Wir wissen nur, dass dort eine weitere Kugel auf uns wartet, die wieder sehr große Ähnlichkeit mit dem Meteoriten hat. Okay. Okay. Also sie rollt wie jede normale andere Kugel auch, aber sie ist halt riesig. So viel größer als die normalen Kugeln, die wir sonst kennen. Und wo ist der fünfte Meteoritensplitter? Was ist mit dieser Leiche passiert? Wir wissen es nicht. Erstmal nochmal weitere Granaten zum Einsammeln. Weil wir haben ja offensichtlich noch nicht genug. Und hier haben wir wieder die gleiche Sicht. Auch das Meer und die Küste scheinen verschwunden zu sein. Als hätten wir einfach. Nee, hier sehen wir diesmal den zweiten Meteoriten nicht. Als wären wir einfach in einer völlig anderen Welt. Okay, der hatte, glaube ich, auch so ein großes Loch in der Brust und er läuft da einfach rum mit einer Fackel. Ha. Okay, hier ist nichts weiter. Okay. Ist da draußen irgendwo rumgelaufen und wir sehen schon, da sind einige Items, also ein kleines Minipack. Und es sind zwei, die rumlaufen. Und da oben sehen wir weitere schwebende Mutanten. Kommt nicht an uns ran, okay. Ja, ansonsten erinnern sie uns natürlich sehr stark an diese Damned. Also diese Verdammten, die da in dem Londoner Untergrund unterwegs waren. Was ist hier passiert? Und offensichtlich ist es ja passiert ohne den fünften Splitter, weil den haben wir ja eigentlich schon in Channel Tunnel eingesammelt. Oder aber der hat sich hier vorher befunden und war dann im Channel Tunnel aus irgendeinem Grund auf der Durchreise. Ja, okay, da oben sind sie. Kommen sie jetzt an uns ran? Nee, ich glaube nicht, aber wir könnten sie rein theoretisch jetzt hier schon abschießen. Also Lara zielt auf sie. Okay, da war einer, der uns anvisieren konnte. Ja, der rennt. Oh, jetzt rennen sie beide. Weg waren sie. Okay, MP5 Munition. Ja, danke für die Ansicht, liebes Spiel. Ist jetzt ein bisschen spät, glaube ich. Von dort sind wir gekommen.
Also das ist jetzt hier der Weg, den einer von denen gelaufen ist. Da sind noch mehr. Okay. Die sind ja da oben die Treppe lang gelaufen. Das heißt, wir kommen von der Treppe aus hier auch nochmal auf diese Seitenwege. Das merken wir uns einfach mal vor und gehen einfach mal voran. Gucken uns das erstmal an, was es da zu sehen gibt. Was zum Teufel. Und auch sehr interessante Texturen hier. Eine Mischung aus grün leuchtendem Meteoritenzeugs und Leichen. Okay. Wir haben alle irgendwie Löcher in der Brust und... Oh Gott, da schweben noch mehr. Ja, und wir kommen hier nicht rüber. Ja, auf diese Art und Weise kommen wir rüber, okay. Ja, und als wäre das halt alles noch nicht schlimm genug, gibt es hier noch so eine, irgendwie so eine... So ein Körper, der sich so halb aus der Wand rausschält, so als würde er verzweifelt versuchen, aus der Wand hinaus in die Freiheit sich zu kämpfen. Und seine Augen leuchten so rot wie rote Scheinwerfer. Was zum Teufel? Was ist hier passiert? Und warum ist es passiert? Sie sieht aus, auch irgendwie aus wie so ein abstraktes, schreiendes Gesicht, diese Textur. Ja, wir können davon ausgehen, dass die Wände irgendwie organisches Gewebe sind. Und ja, vielleicht war das hier auch der ursprüngliche Ort, wo sich der Meteoritensplitter tatsächlich befunden hat. Und er hat irgendwie die Hälfte der Einwohner des Dorfes oder der kleinen Stadt, die hier irgendwie unten nach dem Rechten sehen wollten, in Mutanten verwandelt. Hat irgendwie selbst die Felswände am Ende zu irgendwas Lebendigem gemacht. Und diese Wände haben dann vielleicht die Bewohner der Stadt verschlungen. Das ist ja alles so schwarz, wir sehen gar nichts. Wahrscheinlich ist da einfach nur nichts. Ja, jetzt sind wir hier. Gleich sind wir beim kleinen Medipack. Jetzt brauchen wir auch keine Fackel mehr. Ich glaube, ich sollte mal wieder speichern. Ich habe schon lange nicht mehr gespeichert. Kommen wir doch auch irgendwie... Genau, hier können wir doch noch auf den Felsen drauf. Aber hier ist nichts. Na gut. Schade. Okay, dann gehen wir mal zur anderen Seite und gucken uns das dort an. Oh, nice.
Okay, gibt's hier noch irgendwie was? Aber ich glaube, das gehört einfach nur zur Treppe. Ja, da waren wir quasi schon. Okay. Ja, und hier sind wieder diese komischen Lüftungsschächte. Und hier ist ein weiteres kleines Minipack. Sehr schön. Aber wie schon vorher macht mich diese Hintergrundkulisse doch ein bisschen kirre. Ach, ach. Oh Gott, geradezu, das sind. Oh Gott, das sieht alles so schlimm aus. Wir müssen jetzt unter diesen Dingern so durchspringen. Ach Gott. Okay. Schauen wir mal, was wir machen können. Ja, hier ist noch einer, genau. Ach so, das ist das Pendel mit der Fackel dort. Also ich finde tatsächlich diese Gestaltung dieses Levels und dieser ganzen Räumlichkeiten hier. Finde ich, glaube ich, mit Atlantis und den schwimmenden Inseln einfach am krassesten. So. Jetzt können wir das hier richtig sehen. Das ist richtig der Brustkorb aufgerissen und dann ist da irgendwas drin, was rausquillt. Ich weiß nicht, ob es nur Orkane sind. Oh nein, das ist eine Schräge. Ach Gott. Klingt irgendwie ein bisschen krasser als einfach nur das Pendel. Klingt fast ein bisschen wie so ein Geschoss. Okay, es hat mich nicht erwischt, Gott sei Dank. Ja, dieser Level ist nicht sehr lang eigentlich. Aber jetzt haben wir hier so ein tolles Fenster. Wo auch nochmal ganz viele Knochen dahinter sind und dahinter schimmert es grünlich. Toll. Aber wir befinden uns jetzt schon wieder fast tatsächlich vor dem großen Endraum. Ah, ich glaube, es ist tatsächlich der große Endraum. Es ist auf jeden Fall der Eingang dazu. Hinten sehen wir noch mehr, ja, katakombenartige Gräber oder Gruftnischen oder wie man das auch immer bezeichnen möchte. Okay. Ich habe Zeug eingesammelt, also speichere ich das. Ja, ich wusste ich. Es war gut, dass ich gespeichert habe. Okay, ich brauche den Ladebildschirm nicht rauszuschneiden. Das ist einfach der letzte vom letzten Level. Dann muss ich euch den dann bei Gelegenheit mal zeigen, irgendwo einblenden, wenn es sich ergibt. Ja, das war falsch.